Etheria was once a land of living legends. Years ago, young warriors stood together against an immortal evil known as the Old Ones. In the wake of this struggle, these brave heroes resealed the power of the Old Ones within mystical artifacts known as Eternia Crystals. For a time, there was peace. Now a mysterious force travels across the land, destroying the Eternia Crystals one by one and liberating this ancient evil. Only a handful of crystals remain. After 5 years of war, even the most powerful strongholds in Etheria succumb to the onslaught of the Old One's army. Leaders and champions from across the realm are forced to put aside their differences and band together to form the Defense Council. With their options dwindling, the Council decides to gather the remaining Eternia crystals and seal them within the fortified kingdom of Dragonfall. After a long and uneventful journey, the heroes are the first to arrive. They look forward to storing the crystal behind the protected walls of Dragonfall. And finally, getting some rest. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Kurz-Let's Play on the Channel von Mr. Fierce in Cooperation with the Brechbasti in the Stream. Ja. Brechbasti, was? In the Stream. In the Stream? Was? In the Stream? Ja, du bist am Streamen. Ich bin am Streamen, ja, klar. Genau. Hast du auch den Mönch freigeschalten? Den Mönch? Nee. Okay, gut. Wieso nicht? Also, anders gesagt, wieso hast du den Mönch freigeschaltet? Oh, ich hab einen Mönch bekommen. Okay. Naja, es sind halt vier Charaktere, ne? Der Ritter, die Bogenschützenelfin, der glatzköpfige Mönch und der Zauberer. Nee, ich hab den nicht. Ach, vielleicht habe ich den nicht. Vielleicht hätte ich den. Ja, irgendwo kann man den noch freischalten. Wir gucken uns das mal an. Sind wir jetzt an einer Lobby? Stehst du hier noch irgendwo rum? Ja, da stehst du. Ja, ohne Haare. Ja, da. Das ist ja interessant. Naja, aber ich glaube, ich mach trotzdem den hier. Müssen du? Da bist du. Hallo. Gut. Ach, der ist an, also genau, den kann man einfach so anlocken, genau. The monk thrives. Commanding the elements of the battlefield. Name your hero, monk. Okay. Ich werde mal zum War Table gehen und uns mal die nächste Mission aussuchen, ne? Würde ja, dann gehe ich auch zum War Table und joine dann quasi, ne? Ich mache eine ein Private Game. I'm a private gamer. Gaming for money, was? Hm, na wirklich, Mann. So, übrigens, ist das hier der zweite Teil von dem Teil 1, quasi. Ja, also ich glaube, die, ich meine, im Intro hätte ich das so verstanden, dass die Charaktere einfach älter geworden sind. So, okay. Kannst ja mal schauen. Ich habe leider gar nicht zu Ende geguckt. Ja. Du kannst ja mal schauen, ob du, Wie finde ich dich denn jetzt? Über Steam. Ah ja. Und dann einfach da join, Spiel betreten, probieren, Spiel beitreten, meine ich. Oh, irgendwas macht hier Geräusche. Aber ich sehe dich noch nicht. Doch, jetzt, da bist du. Irgendwo. Hier oben. Oben vielleicht? Ah ja, guck mal. Bams. Guck mal, ich kann die mit drei. Kein Problem, guck hier. Okay. Ja, ja. Ich muss mal gerade gucken, ob ich nicht noch bessere Schilder habe. Und ich gucke mal, dass ich mal den Ingame-Song ein bisschen besser mache. Man hat ja am Anfang dann doch ziemlich viele Sachen geschenkt bekommen. Ach ja, siehst du. Inventory, genau. Ja, super viel. Ja, aber wirklich mal. Wow. Ich habe hier eine ganze Rüstung auch. Hast du auch eine Rüstung? Irgendwas habe ich bekommen, ja. Aber mal, ich kann mir die auch anziehen. Dann brauche ich die gar nicht geben. Ich glaube, wir haben dasselbe bekommen, oder? Denke ich. Meinst du? Sehe ich jetzt anders aus? Ne, ich sehe genauso aus wie vorher auch. Ich drücke jetzt mal G zu Beginn. Warte, hier ausrüsten. Du musst auch G drücken, offensichtlich. Aber es ist ja erst die Bildphase. Okay. Genau.
Ready up everybody. Okay. So, das heißt, wir können jetzt hier gucken, wo die herkommen. Der Ghost Zero ist da. Hallöchen. Wer ist denn Ghost Zero? Niemand kennt Ghost Zero. So, was, du machst jetzt hier so Fallen. Ich mach so Fallen, wir müssen uns ja ein bisschen absprechen, ne? Also, die kommen... Haben wir... Wie viel Mana hast denn du? Ich habe jetzt 400. Okay, ich habe 350. Das heißt, jeder hat sein eigenes Mana offensichtlich. Ja. Oh, die kommen auch von den Außenlinien. Ja, die kommen ja irgendwie von überall. Okay, dann läuft dann... Oh ja. Warte mal, ich würde mal hier auch so einen Schutz. Ach, du heiliger Bimbam. Siehst du das jetzt? Ja, ja, ich sehe das. Dass du siehst mein ich sehe die Schutzwand, ja. Okay, sehr schön. Dann würde ich die hier hinbauen, oder? Also die zwei, ich meine, gut, wir haben ja auch die Map, die Minimap, da können wir ja auch mal drauf gucken. Ne? Also zwei rechts, zwei links. Ne, eine links. Ja. Eine links, zwei rechts, zwei Mitte. Was macht dein Brunnen? Was für ein Brunnen? Also das ist ja irgendein komischen Brunnen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, der macht irgendwas. Okay. Frag mich nicht. Das wird dumm. Nee, oder? Stopp. Dir geht's noch nicht so richtig gut, ne? Also du hast auf jeden Fall... Nee, irgendwas habe ich schon bekommen. Also ich weiß technisch. Ich auch. Oh. Aber das ist auch gar kein Problem. Ich kann mich ja heilen. Wie geht's denn dem René? Ja, genau. Long time no see. Ich bin hänge fest. Ich jetzt deine Scheiße ernst, oder? Ich hänge echt fest hier. So, für immer? Ja, für immer. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Kannst du mich vielleicht... Wo bist du denn? Was soll ich jetzt machen? Weiß ich nicht, mich treten. Das geht ja schon gut. Kann los. Kann ich vielleicht runterdrücken oder so? Ja, das ist aber ein ganz komischer Buggy-Bereich da. Ja, aber wirklich, ne? Also man kann... Hast du jetzt gepupst? Irgendwas stieg hier Grünes an dich auf. Ja, Okay, warte mal, wir müssen vielleicht nochmal das Spiel schließen. Kann dir da nicht helfen. Bist du noch in der Lobby jetzt drin? Ja, wahrscheinlich. Gut, gut geht's dem René und selbst. Also mir persönlich geht's gut. Ja, mir auch. Also bist du jetzt noch in dem Spiel drin oder bist du auch rausgeflogen? Ich bin jetzt noch auf der Map. Okay, dann kannst du versuchen, vielleicht wieder reinzukommen, oder? Ja, ja. Muss man nicht alles nochmal neu bauen? So, ich mache jetzt mal Verteidigung, ne? Ja, sollisch. Also nicht so nah an diese Wasserfälle gehen, das ist schon mal die Botschaft. Ja, aber das ist ja auch irgendwie Quatsch, ne? Ja, aber ernsthaft, ja. So, die kommen von hier oben, die haben wir geblockt. Dann kommen die ja theoretisch hier runter, das ist nicht so wild. Naja, so ist das. Ist ein Free-to-Play-Spiel, falls ich das noch nicht gesagt habe, in den ersten 5 Minuten. Kann man es sich also einfach so runterladen und einfach so spielen. Okay. Da bin ich wieder. Sehr schön. Wenn man Shift drückt, sieht man ja auch, wer wo von wo kommt, ne? Wow. Ist das so? Drei Dinger. Ja. Ja, ich wusste nicht, wie ernst sie das da meinen. Ja, offensichtlich meinen die das ernst. Was von irgendwo kommen welche? Ich habe keinen Mana mehr, das heißt, wir müssen jetzt starten. Also meinem. Ja, warte, ich habe noch 340, ich würde noch ein bisschen nachmachen. Oh, Next Evolution, also Way Out ist das beste Spiel 2018. Da kommt doch kein anderes. Aber da wird nackte Männer drin vorkommen, nackte Ärsche und so. Sea of Thieves ist die letzte Rotze. Das kauft er echt gelten. Es würde mich auch sehr interessieren, aber die negativen Meldungen nehmen zu. So, ich habe jetzt noch 280 Mana. Die Frage ist, verpulver ich jetzt? Warte mal, bleib mal hier. Bleib mal hier stehen. Ja. Ich kann dich nicht heilen. Okay, ich kann dich aber gleich heilen. Oh, aber ich drück mal G. Bist du fertig jetzt mit? Mit bauen? Nee, warte mal. Ja, nice. Irgendwie hält mich oder so. Egal. So, warte, jetzt heile ich dich mal. Gleich. Also ich habe 250. Von dem blauen, ne? Ja, und 280 Mana noch. Hast du dich jetzt selber geheilt? Ich hab mich jetzt selber geheilt. Arschkrippe, ich wollte dich heilen. Tut mir leid. Gut, ich gehe mal hier auf die rechte Seite und guck mal, was hier so abgeht. Also spare ich jetzt das Mana erstmal für die nächste Runde sozusagen. Ja,
Man weiß ja nicht, die erste Runde wird ja recht easy sein. Dann drücke ich jetzt schon mal G. Das ist eine gute Idee. Combat-Phase. Ich gehe links hin. Okay, die meinen es ernst. Die kommen gleich mit den großen Knüppeln. Hi. Na, kommt mal her, ihr Kleinen. Man kann übrigens gedrückt halten, denn man muss nicht die ganze Zeit spammen. Ah, ja. Oh, oh, das sind schon welche da, durch. Durch? Ja. Say what? Okay, ich hab sie, aber das ist ja echt hier kein Spaß. Was ist mit euch los, sag mal? Wo kommt ihr denn her? Berechtigte Frage, weil die sind doch hier eigentlich gar nicht drauf. Achso, naja gut, vielleicht nur auf die eine Seite geguckt. Okay, hier habe ich auch nicht drauf geachtet, aber ich würde gleich mal was hinbauen. Nachdem ich hier ordentlich meinen Schaschlik-Spieß geschwungen habe. Das klingt sexuell. So, ach doch, das geht auch, wenn es dauert, wenn man nichts mehr Bauphase ist. Okay, ich habe jetzt hier einen Schützen gebaut. Okay. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Schutz in der Mitte ist weg. Okay, ich komme. Komplett weg oder nur mit. Wir haben nur noch einen Gegner. Man sieht ja oben, wie viele Gegner noch da sind. Ja. Gehst du da? Ja. Und vor allem müssen wir jetzt auf jede. Was tust du jetzt mal auf? Ich glaube, es ist so, dass jeder sein eigenes Gold und Mana einsammelt. Das heißt. Achso, okay, das heißt, wir müssen uns ein bisschen absprechen. Genau. Aber upgraden können wir, glaube ich, alles. Jeder. Ja, genau. Was sind die Namen da unten im Bildschirm? Das sind die Zuschauer, die hier zu. Unbelievable. So. Explosive Trap. Ja. Ich schütze mal den Turm dann nochmal direkt, ne? Okay. Jetzt mal die Verteidigung jeweils geupgradet. Mhm. Da drüben wäre noch Gold, also auf der linken Seite. Gold und Mana. Irgendein Totem oder so ein Blödsinn. Ja, aber ist das nicht so? Naja, hier noch was. Ist das nicht so, dass du auch selbst was aufsammeln musst? Ja, doch schon. Also, ich dachte, jeder sammelt sein eigenes auf. Ich glaube, so ist das. Ja, aber ich dachte, du hast vielleicht noch nicht aufgesammelt. Oder geht das nicht weg, wenn ich das aufsammle? Das, du kannst es quasi trotzdem noch einsammeln. Jeder sammelt sein eigenes ein. Wo bist du denn? Links? Links, warte mal. Jetzt habe ich es eingesammelt. Hast du hier links schon hast Sachen eingesammelt? Ja, ich meine, dass. Ja, ich meine, dass das okay. Jeder für sich macht quasi. Nee, ich dachte, dass wenn ich das einsammle, geht das weg und du kannst es quasi nicht mehr einsammeln, weißt du? Deswegen dachte ich, wir sprechen uns da vielleicht ab, aber wenn das so oder so gleich ist, dann. Also, ist ja wir können das gleich mal beobachten, aber ich meine, das wäre so, dass. Okay, die Barriere vor den. Fallen. So, mein Mana ist aufgebraucht. Meins auch. Okay, das heißt, wir. Ready. Ich gehe wieder nach, hier auf die rechte Seite. Ja. Ich bleib, glaube ich, mal in der Mitte. Also, mal gucken, weil hier schon ganz schön viel los gewesen zu sein. Wow. Okay, deine Brandbomben sind gut. Die Brandbomben sind auch nicht allein. Alter. Riesentypi. Oh, das schmeißt einer mit diesen blöden. Okay, hier kommen ein paar von denen. Uiuiui. Alter, hier kommen so ein Halbtypis. Nicht cool. Ja, die sind hier auf der Seite alle auch nicht so cool. Ja,
jeden Fall sollten wir uns danach mal ein bisschen Zeit nehmen, um mal die das Inventar zu prüfen, ne? Was man jetzt ausrüstet, was nicht. Rechte Seite ist, Quatsch, linke Seite auf der Minimap, ne? Das ist auch nicht so cool. Linke Seite Minimap. Geht auf hier rüber. Okay, es sind nur noch 4 Gegner, also es ist schaffbar gerade. Okay, der eine läuft weg. Was ist mit dem falsch? Der läuft nicht weg. Wirklich? Hol dir, Tiger. Okay. Das hat jetzt nicht ganz so gut geklappt, aber gut. Ja gut, aber jetzt so ganz schlecht war es jetzt auch nicht, oder? Ja, nö. Nee, nee. Einsammeln, ne? Also ein bisschen hier. So, guck mal, jetzt ist ja hier nicht so viel Gold, wie man vielleicht vermuten würde. Ich glaube, wenn du das einsammelst, ist es für mich weg. Weißt du, sollten wir uns wirklich ein bisschen absprechen. Ja, ich weiß nicht, aber vielleicht können wir es auch zusammen ausgeben. Wo steht denn die Höhle, wir haben? Also mich würde mal mehr interessieren gerade. Das hier kann ich reparieren für 10, dann machen wir das mal. Okay, hier sind halt auch noch so Fallen, ne? Die wir auch theoretisch reparieren können. Benutzen können. Hoppa, ruckel die Ruckel. Was macht das? Also, wie ich das gerade verstehe, kommt hier nur einer. Okay, hier kommt auf jeden Fall ein Drache raus in der Mitte. Wie? Naja, ein Drache halt. Gradest du jetzt Sachen von dir schon ab? Ja, ich habe schon Sachen abgegradet, genau. Okay, sehr gut. Hast du hier auch schon mal diese Dinger gesehen hier oben? Das meinte ich ja mit den Fallen, die wir auslösen können, genau. Ja, ich hab bei mir jetzt nicht so viele Fallen davon, genau. Ich habe auch eben das entdeckt. Also ich hätte noch 53, die kann ich noch irgendwo eine Falle ein aufwerten. Oder vielleicht hier mal so eine. Was ist das denn hier? Training Dummy, warum sollte ich einen Training Dummy bauen? Zieht der vielleicht die Akku auf sich? Also ich wäre fertig. Na? Wir können auch gerne nochmal ins Inventar gehen, aber ich habe nichts Neues sozusagen dazu. Jetzt auch fertig gedrückt. Okay. Rar, the Warrior Towers. Power, power. Okay. Wir haben 206 Gegner. Mhm. Okay. Komm auch schon die ersten. Das ist ein Krieg aufs Maul. Alter, so, ich habe das Zeug hier gemacht. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, ne? Ja, aber so, dann sind die festgeklebt, wenn man das macht. Das ist gar nicht so schlecht. Achso, und der löst auf beide Seiten. Das heißt, ich sollte vielleicht nicht im Zentrum stehen. Und nicht wieder verpisst. Und es gibt euch ja. Immer schön rein in die Menge halten. Mal ruckelt es ein bisschen was, aber sicherlich an meinem alten unnützen Rechner liegt. Wow. Alter, die Drachen, die können aber was du. Leck mich in den Tisch. Da, 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 da. Falls jemand meine Sicht sehen will, ich werde das demnächst auf YouTube bringen. Ja, ja. Und Marco, geht's dir so? Ja. Ganz gut. Viel zu tun. In the praxis. In the praxis. Jetzt sterbt ihr bitte mal alle hier.
Fackeln. Aber ich würde gerne mal das Ding hier auslösen. Geht das? Ja. Wieso komme ich hier nie drüber? Das ist doch voll. So. Kann ich hier rumlaufen? Wahrscheinlich kann ich hier oben rumlaufen. Das ist nice. Okay, der Drache ist aber echt auf Level 18, ne? Oh nein, er hält auch voll das Auslösen. So, erledigt. Ha! Heißt da. Das ist ein Schwert, das würde ich nicht nehmen. Hier sind so Handschuhe, die sind aus, die zu gebrauchen. Warte mal, man kann die auch droppen. Also man kann ja erstmal alles aufheben und dann. So, okay, dann tauschen wir einfach nachher. Genau. Guter Plan. Monk sagt uns. So richtig viel Stuff runtergefallen. Prepare defenses when pressed. Achso, jetzt kommt noch eine Welle. Kommen die Streams jetzt häufiger? Ja. Ich werde jetzt wieder öfter streamen. Also das Ziel ist theoretisch einmal die Woche, aber das will ich nicht versprechen. Aber auf jeden Fall öfter. Gestern gestreamt, heute gestreamt. Geht einiges, du. So, ciao, 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 ciao. Jetzt mal die Mitte so ein bisschen abgegradet. Ja, gut. Ich habe nur 447 Mana. Ich auch nicht so mega viel, aber. Also in der Mitte kommen anscheinend die richtigen großen Babos immer, ne? Das heißt, vielleicht sollte man da tatsächlich immer mal ein bisschen mehr investieren. Ich habe jetzt alles ausgegeben. So, ich gucke nochmal kurz ins Inventory, ob da irgendwas dabei war, was cool ist. Defense Health. Health. Upgrade Levels. Das ist natürlich sehr umfangreich alles. Ich habe hier ein Schwert aufgenommen, das macht 173 Schaden. Okay. Das ist ein bisschen die Frage, ne? Du das cool findest. Du, da muss ich aber erstmal gucken, was meins überhaupt an Schaden macht und so. Das kann ich dir halt gerade überhaupt nicht sagen. Ich muss jetzt erstmal kurz meinen Mana verpulvern. Dann kicken wir nochmal. Kannst du dich heilen? Ich kann mich selber nicht heilen, ne. Ach so, warte mal, kann ich dich irgendwie heilen? Nee. Ach so, warte mal, vielleicht kann ich mich heilen. Ich kann aber die zweite Uhr, vielleicht bringt uns das irgendwas. Nee. Ich glaube, man hat nur ein bisschen. Ich könnte dich heilen, aber das, naja. Ja, ich bin ja fully healed. Sogar Tiere ausrüsten, ist ja verrückt. Tiere? Ja, ich könnte sogar ein Tier ausrüsten. Wirklich? Das ist jetzt ins Inventar, oder wie? Ja, ich habe da so ein Pet. Wow, das ist so viel. Naja, es ist gar nicht so. Achso, man viel, kann auch dann aber direkt auch vergleichen. Das ist natürlich ganz cool. Wobei ich glaube, bei der Xbox-Version war das so, dass man einfach nur so. Da kriegt man so einen Daumen angezeigt, hoch und runter. So, letzte Welle. Inventar können wir später mal machen, weil. I'm ready. Folgenlänge und so. Boss. Wir haben Flying Ranged Attacker 186.000 Damage, das wir erhalten können. Ja, dann machen wir mal rein, ne? What? Die sind in der Mitte. Die haben ein Portal aufgestellt. Nicht den abkämpfen? Die kommt von hinten. Oh wow. Okay, die beiden von hinten habe ich. Alter, haben die mal eben so ein Portal aufgestellt. Ich mach die kleinen Hütten, kannst du nicht den Drachen schießen? Ach, das war mal echt so. Ach, du Scheiße. So eklig große Leute aus hier. Ach du heiliger Bimbam. Ich habe keine Ahnung, ich stehe hier, ich bin selber gerade ziemlich beschäftigt. Alter Vater! Geht alle kaputt! Was
die Dinger kaputt. Ruhe. Die Typis hier in der Mitte sind aber echt kacke. Die machen halt alles von hinten kaputt. Okay, nein. So, Mitte ist clear. Die kommen in die Mitte hoch, auf die Rückseite. Was hat das denn passiert? Ich sagte schon mehrfach, da ist ein Portal. Ah, kann man das Portal irgendwie zerstören? Den habe ich nicht hingekriegt bis jetzt. Hier ist Ruhe! Okay, hier ist auch Ruhe. Auf die andere Seite. Oh, hier ist auch ein Portal, aber das ist halt. Ach, okay, das Portal. Ah, okay, die kommen quasi von hier, werden dann teleportiert und kommen direkt in die Mitte. Also auch ein Portal. So, wunderbar, das hat schon mal gut geklappt. Vielen Dank fürs Zusehen in der ersten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.